Wussten Sie schon, dass der 28. Oktober statistisch gesehen der beste Handelstag des Jahres ist? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Das gilt zumindest für die USA. Da ist nämlich das statistische Mittel am 28. Oktober beim S&P 500 0,54%. Das ist der beste Tag mit der durchschnittlich besten Performance. Wir haben dann noch an zweiter Stelle den 26. Dezember mit plus 0,50%, also etwas schwächer. Dann haben wir nochmal den 24. November mit plus 0,45% und dann reißt es schon deutlich ab. Also schon signifikant der beste Tag statistisch gesehen des Jahres. Warum auch immer, irgendwie ein saisonaler Faktor. Heute war es mal wieder The Donald, der die ganze Geschichte gerettet hat mit der Aussage, Mensch, wir haben doch hier die Phase 1, da sind wir vor dem Zeitablauf in den Verhandlungen mit den Chinesen. Wir werden dann beim APEC-Gipfel Mitte November den Deal unterzeichnen und die Märkte haben zum x-ten Male diesen Deal eingepreist. Bisher ist er noch nie gekommen. Vielleicht kommt jetzt ein Plastikdealchen, dann ist man wahrscheinlich super glücklich, dass es ein Plastikdealchen gibt. Jedenfalls kann man auch heute wieder das Volumen an einer kriegsversehrten Hand abzählen, hat man das Gefühl. Wir hatten vorhin noch ein minimales Volumen. Möglicherweise laufen wir da unter allen Tagen, die wir in der letzten Woche gesehen haben, sogar noch rein. Und die letzte Woche war die erste Handelswoche oder die Woche mit dem niedrigsten Handelsvolumen ever, wenn keines dieser Tage irgendwie verkürzt war aufgrund von Feiertag etc. Es waren also 5 volle Handelstage. Noch nie hatten wir im Aktienmarkt so geringe Volumina. Liegt möglicherweise an den ETFs. Ein Kenner hat nun ermittelt, dass 87% des Handelsvolumens, das am Tag an den US-Börsen passiert, durch ETF-Arbitrage passiert. Das heißt, da werden Kursdifferenzen zwischen dem ETF und dem Underlying, oft eine Aktie, ausgenutzt. In der ganz kurzen Zeitebene insgesamt haben wir jetzt in 2019 2,6 Billionen neue ETF-Shares auf den Markt bekommen, aber es sind nur 38 Milliarden Dollar in den Markt geflossen. Das ist ein absolutes Missverhältnis. Wahrscheinlich ziehen diese ETFs letztendlich die Liquidität aus den Aktien heraus. Was passiert aber dann, wenn die Dinge mal schief laufen, wenn eine Nachricht kommt, die desaströs ist, keine Ahnung, Impeachment-Verfahren gegen Trump könnte erfolgreich sein, Abbruch der Handelsgespräche USA-China, dann wollen alle zur gleichen Zeit aus der gleichen Tür und dann könnte es aufgrund dieser geringen Liquidität eng werden. Liquidität ist ja die Definition dessen, was es erfordert, damit ein Kurs sich bewegt, wie viel an Ordervolumen nötig ist, damit ein Kurs irgendwie eine Kursveränderung macht. Und da könnte es dann ziemlich rauschen, wenn die Liquidität gering ist, dann plötzlich aber viel Volumen auf den Markt geschmissen wird, weil alle zur gleichen Zeit raus wollen, dann wird es lustig. Und wir haben möglicherweise, sind wir gar nicht so weit weg, denn wir haben jetzt das größte Short-Volumen im VIX, also in der Wohler-Erwartung durch Hedgefonds in diesem Jahr. Es gab kaum jemals ein so niedriges Niveau bzw. eine so hohe Shortquote auf den VIX-Future. Und gleichwohl, obwohl die Märkte heute gestiegen sind, deutlich gestiegen sind, der S&P 500 und auch der Nasdaq ein neues Allzeithoch machen, da ist es so, dass der VIX dennoch gestiegen ist, 2,69%. Donald Trump hat dieses Allzeithoch übrigens ja gefeiert, hat gesagt, Mensch, heute super Tag, wir haben ein neues Allzeithoch beim S&P und wir haben al-Baghdadi, diesen Terroristen, diesen ISIS-Terroristen gekillt. Möglicherweise gibt es da einen ganz, ganz engen Zusammenhang zwischen der Tötung eines Terroristen und dem S&P 500. Da müsste man mal verschärft drüber nachdenken. Gleichwohl, es nimmt keiner teil, das Volumen ist nicht da. Dementsprechend reichen schon minimale Käufe, um den Markt hier nach oben zu bringen. Wie schaut es eigentlich aus mit der US-Berichtssaison? Wir sehen hier die Profite, die seit der Profite der S&P 500 Unternehmen, die im Grunde seit dem Jahr 2012 stagnieren. Ändert sich nicht viel, aber der Kurs des S&P 500, der schießt durch die Decke. Das ist ein gewisses Mismatch, ein Missverhältnis. Und wir sehen, dass wir das in dieser Situation oder in dieser Krassheit zuletzt in der New Economy Blase hatten, dann nicht mehr. Die Aktienmärkte sind zunächst mal den steigenden Gewinnen hinterhergelaufen ab dem Jahr 2010, aber dann ab 2015, 2016 stagnierten die Gewinne weiter, aber die Kurse sind immer weiter gestiegen. The Donald sei Dank, sei Trump, genau, durch seine Steuerreform. Jetzt haben wir die Situation, dass 489 Unternehmen in den USA bereits berichtet haben. Davon haben 73 die Bottomline-Erwartung geschlagen, 59 die Topline-Erwartung. 6% haben ihren Ausblick angehoben, 10% den Ausblick gesenkt. Hätte man diese
Prognose oder diese Zahlen jetzt gehabt, noch was etwa ein Quartal vorher, so vor 3, 4 Monaten. Da war die Erwartung für das dritte Quartal noch deutlich, deutlich höher. Wir hätten jetzt etwa vielleicht 10%, die Erwartungen geschlagen hätten, 90%, die sie verfehlt hätten. Es liegt also an der erneuten Prognosesenkung, Prognosesenkung, Prognosesenkung. Jetzt sind wir aktuell bei minus 3%, was das betrifft. Das wollte ich nicht zeigen, sondern diese Grafik, wenn sie denn kommt. Hier sind wir bei minus 3% derzeit, was die Gewinne im Vergleich zum Vorquartal betrifft. Das ist der schlechteste Wert seit 2016, aber gleichwohl die Aktienmärkte auf einem Allzeithoch. Warum auch nicht? Schauen wir uns noch ein paar interessante Dinge an. Was wir hier sehen, ist eben der WIX, diese hohe Short-Quote. Wir sehen hier, dass Google jetzt berichtet. Google auch kurz vor einem neuen Allzeithoch. Heute wieder Apple neues Allzeithoch, Microsoft neues Allzeithoch. Google könnte das auch erreichen, wenn die Zahlen gut sind. Die kommen um 21 Uhr. Wir bei finanzmarktwelt.de werden das natürlich für Sie aufbereiten. Schauen Sie da mal rein ab 21 Uhr. Wir haben ja hier die Uhr umgestellt, die Amis nicht oder noch nicht. Dementsprechend kommt das ein Stück weit früher. Wir haben dann noch ein bisschen Brexit-Quatsch. Wir haben Boris Johnson, der ja heute diese Abstimmung machen will über die Neuwahlen am 12. Dezember. Wird das kommen oder wird es nicht kommen? Die EU hat ja jetzt erstmal eine Verlängerung bis Ende Januar gewährt. Und jetzt hat Johnson aber gesagt, ja, bitte macht klar, dass es keine weitere Verlängerung geben wird, weil sonst wird das Parlament wieder abstimmen, wieder abstimmen, wieder abstimmen und man wird niemals zu einer Einigung kommen. Also das wird jetzt eine lustige Geschichte. Was haben wir noch? Das wollte ich Ihnen noch zeigen. Das sind die Steuersätze und das betrifft wieder so ein bisschen diese US-Thematik mit den stagnierenden Gewinnen vor Steuer. Die Steuer ist aber eben entscheidend gesenkt worden unter Trump. Hier nehme ich auf knapp über 20%. Hier sehen wir die anderen Kandidaten. Bei Sanders hätten wir eine Unternehmensbesteuerung, die Richtung 100% geht, aber auch bei Elizabeth Warren wären es über 60%, bei Joe Biden nur etwas mehr als bei Donald Trump. Dementsprechend fürchtet die Wall Street nichts mehr als Sanders, dann Elizabeth Warren, dann Joe Biden wäre so marktneutral, aber das Beste wäre für die Märkte, für die Unternehmen natürlich mal wieder ein Sieg von Donald Trump, damit die Geschenke weitergehen. Schauen wir uns die Charts an hier von Capital.com. Wie immer, Sie haben es geahnt, 8.110. Neues Allzeithoch beim Nasdaq 100. Wie gesagt, Sie können heute das Handelsvolumen der einzelnen Aktien praktisch mit drei Fingern abzählen, wenn Ihnen zwei noch fehlen dabei. Wir haben jetzt den Dow Jones bei 27.064. Da wollte er mir entschwinden, aber jetzt habe ich ihn einfach wieder hergeholt. Jetzt sind wir bei 81, wir haben den S&P 500 bei 3039. Jetzt hier eben neues Allzeithoch, da sind wir jetzt drüber gekommen. Aber wie gesagt, es fehlt wieder jedes Volumen. Wir haben den DAX, der bei 12.945 nicht so richtig mehr vom Fleck kommt. Da gibt es eine gewisse Stagnation. Wir sehen Euro-Dollar wieder ansteigend, jetzt hier leicht an der 1,11er-Marke Gold. Hat sich zunächst mal erholt über die 1500er Marke, kam dann aber wieder zurück. Und wir sehen, da gibt es Gerüchte in Sachen Öl, dass die Lagerbestände, die dann am Mittwoch kommen, deutlich gestiegen seien. Also viel Angebot da ist und das drückt dann den Preis. Wir haben also eine merkwürdige Situation, praktisch Geisterhandel, niemand ist dabei. Dann schubsen zwei, drei Leute sozusagen die Aktienmärkte nach oben und bums, erreichen wir ein neues Allzeithoch, weil Donald Trump wieder gezielt hier Optimismus verbreitet, auch gesagt hat, ich habe das Gefühl, heute wird wieder ein guter Aktientag oder ein guter Tag für die Aktienmärkte, immer das Gleiche, das ist eine Manipulation, die schon so durchsichtig ist, dass es die Intelligenz der allermeisten Zeitgenossen schon unterfordern dürfte. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und...